wusste, ihr würdet meine Hilfe brauchen. Was betrübt euch, Cormac? Ihr seid heute nicht so frohgemut wie sonst. Wir müssen. Ich muss. Ein Grund. Doch, ich. Ich habe gehört. Ich will. Er führt. Nein, ich habe ihm in die Augen. Heute werde ich erfahren, wie weit die Korruption Sie ist. Werden für ich werde. Wie wäre es mit Zweien? Dies ist eine unserer Festungen. Bald werde ich meine Antworten bekommen. Ich schlage vor, ihr macht euch auf das Schlimmste. Die Sache könnte schnell eskalieren. Cormac! Jeder sagt, dass ihr geholfen habt, Asmodan und Belial zur Strecke zu bringen. Sie nennen euch den größten aller Templer. Es freut mich ebenso, euch zu sehen, Bruder. Aber ich bringe schlechte Nachrichten über den Orden. Ich muss mit dem Großmeister sprechen. Ihr habt Glück. Er befindet sich hier. Die Befehle lauten, dass wir euch bei eurer Rückkehr augenblicklich zu ihm schicken sollen. Nehmt dies an euch. Es ist die neue Proklamation des Großmeisters. Ihr habt uns alle mit Stolz. Diese Proklamation des Großmeisters. Beispiel eines wahren Templers. Kommt, wir haben viel zu besprechen. In der Tat, Großmeister. Ihr habt uns alle verraten. Schon von unserem qualvollen Aufnahmeritus an. Diese Härte war notwendig. Für den Aufstieg der Menschheit war ich bereit, die Dinge zu tun, die niemand anderes tun wollte. Die Last meiner Taten wiegt stets schwer auf mir. Seid ihr bereit, ein ähnliches Opfer zu bringen, Cormac? Werdet ihr mir zur Seite stehen und mir als Großmeister nachfolgen, wenn es soweit ist? Ich brauche euch. Doch, ich... Nein. Eure Macht hat euch wahrhaft in den Wahnsinn getrieben, wenn ihr denkt, ich würde euch helfen, über die Menschheit zu herrschen. Das erfüllt mich mit großer Traurigkeit, mein Sohn. Es tut mir leid. Tötet ihn. Hey! Jeder Mensch kommt mit einem Makel zur Welt. Die Geschichte beweist, obgleich es schmerzhaft ist. Ich habe mein Leben einer Lüge verschrieben. Mein ganzes Leben. Alles war im Dienste eines Wahnsinnigen. Ich schwöre, jeder Templer, dem ich begegne, wird von den Lügen des Ordens befreit werden. Und falls sie sich weigern, so werde ich gezwungen sein, sie umzustimmen. Dabei kann ich behilflich sein. Ich bin wahnsinnig überzeugend.